Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Berg. Und zwar gibt es wieder ein Epic-Gratis-Spiel geschenkt. Und dieses Mal gibt es Cities Skylines. Ja, die meisten Leute, Abonnenten auf meinem Kanal, müssen dieses Spiel erkennen. Ich persönlich habe das Spiel auch. Und spätestens jetzt könnt ihr euch das kostenlos bei Epic holen. Ich habe es allerdings noch nie wirklich gespielt. Aber das soll sich jetzt ändern. Und wir gucken uns die ganze Geschichte mal an. Gehen wir auf neues Spiel. Ich habe auch keine Ahnung, was man hier halt einstellen kann. Also wir können hier eine Stadt da haben. Anscheinend spielen wir mit einer Stadt und nicht mit mehreren, wie bei Transportfieber so ist. The Burkulus. So. Und dann können wir hier ein Szenario auswählen oder eine Karte auswählen. Es gibt auch viele DLCs, die wir uns kostenpflichtig erwerben können. Küstenlagune. Das hört sich gut an. Schön mit Wasser und so. Ja. Linksverkehr. Ja, ist mir eigentlich wurscht. Und, ach so, wir sehen hier auch gleich die Ressourcen. Erzvorkommen, Ölvorkommen, Agrargebiete, Forst und Wasser. Okay, und da können wir dementsprechend gucken, was das wo geht. Ja, dann nehmen wir hier irgendwas hier einfach Küstenlagune. Ja, hört sich doch gut an, Mensch. Küstenlagune hört sich gut an. So, wir könnten auch ein Szenario auswählen. Okay, jetzt hat er meinen Namen wieder weggenommen. Ja, wir machen das einfach. Wir nehmen, was hat man gesagt? Küstenlagune. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wir könnten jetzt hier noch ein Thema. Nee, können wir nicht. Kein Thema. Okay. Wir haben Basisthema tropisch. Okay. 56% Baugebiet. Ausgehende Verbindungen. Das wird dann so sein wie bei SimCity, denke ich. Dass man Sachen verkaufen kann an eine imaginäre Stadt. Wir haben Autobahn, Zug, Schifffahrt und Flugzeuge. Also wir haben alles an ausgehende Verbindungen. Und wir starten einfach mal. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Und ich bin sehr gespannt, wie die, sag mal, wie vielleicht Transportfieber ähnelt. Weil wir haben ja auch, wir stellen ja regelmäßig fest bei Transportfieber 2, dass viele Mods, zum Beispiel auch Asset-Mods, hier aus City Skylines kommen. Die sind meist grafische sehen nicht ganz so toll. Kann natürlich daran liegen, dass man hier nicht so nah rangehen kann. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Warte mal. So, jetzt mal ganz ruhig. Können wir irgendwo Pause drücken? Hier. Ah ne, rührt schon weiter. Okay. So, lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete an abzugrenzen. Okay. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten und bei weiterem Wachstum ihrer Städte werden sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Okay. Ja, Hilfe sollen wir klicken. Also. Abgrenzen. Straßen müssen gebaut werden, um Zonen mit Gebäuden und städtischen Dienstleistungen zu verbinden. Okay, wir haben. Aber wir haben nicht so viel Platz, wa? Ist das eine so kleine Karte? Okay. Ist ja wirklich nicht groß. Aber ich denke mal, wir sollen hier erstmal. Ah ja. Wir sehen die Baukosten. Kosten zum Beispiel jetzt hier 2000. Okay. Und wir können natürlich. Also wir haben jetzt hier aber nur so ein. Ich wollte gerade sagen, nee, ist ein Sein. Aber wir können doch relativ dicht rangehen. Das sieht doch gut aus. Nicht ganz so dicht wie bei Transportfieber, aber. Gut. Sollen wir das jetzt vielleicht so tun? Erstmal da rein, da raus. Können wir das jetzt als Kreisverkehr vielleicht machen? Ja, ist so ein halber Kreisverkehr.
Das gibt bestimmt ein richtiges Chaos. Wie reißigen wieder ab? Das wäre jetzt die Frage. Was ist das hier? Zweispurige Kiesstraße. Zweispurige Einbahnstraße. Wie sieht die aus? Sieht die anders aus? Nee. Okay. Was ist das hier? Wirtschaft. Aha, aha, aha. Da ist das abgerissen. Okay. Gut. Normale Straße. Ja. Haben wir getan. Jetzt müssen wir irgendein Gebiet einzeichnen, oder wie? Oder? Halten Sie mittlere Maustaste gedrückt. Ah, okay, so können wir drehen. Ist klar. Was ist das hier? Vögelchen? Hallo. Hier ist Schirpa. Behalten Sie im Auge, über was sich die Bürger unterhalten. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen erstmal einfach hier... Ich habe keine Ahnung, ob man das so tut. Die Profis unter euch werden da mit Sicherheit mehr Ahnung haben. Aber ich denke, so ist erstmal in Ordnung. Die Frage ist, ob nachher größere Gebäude entstehen oder ob wirklich nur dieses... Ne? Und jetzt können wir hier wahrscheinlich... Gering besiedeltes Gebiet und da wäre dann dicht besiedeltes. Okay. Müssen wir mal erst eine Bevölkerung von 7000 erreichen. Dann würde ich sagen, ich finde es schön mit den Strichen, die man hier hat. Das erleichtert das Bauen auf jeden Fall. So. Dann machen wir hier hinten ein Gewerbegebiet oder was? Erstmal ganz einfach. Ich denke so ein bisschen an SimCity, wie das da damals war. Da braucht man ja auch alles. Ah, und dann können wir das aber nicht mittig wählen. Das heißt, wir bauen vielleicht doch lieber hier nochmal eine Straße durch. So. So. Jetzt hat er aber... Na gut. Okay. Schauen Sie sich die verfügbaren Werks... Einfach mal hier. Ah, wir können hier gebogene Straße, freie Straßenformen, wenn ich das denn so mache. Wir testen nur. Ah, okay, okay. Dann macht er einen Klick und dann können wir eine schöne runde Straße. Okay, okay. Alles klar. Und freie Straße ist wahrscheinlich komplett frei wählbar. Anhebung. Gerade Straße. Okay. Gut, dann machen wir mal ein Wohngebiet. Aber warum macht er jetzt hier nichts? Weil hier keine richtige Einfahrt und Ausfahrt ist, oder? Aber er könnte doch hier... Verstehe ich nicht. So stelle ich mir das vor hier. Zack. Aber wir machen das erstmal so. Und hier hinten machen wir... Industrie. Ja, da lassen wir so ein Loch. Was ist das hier? Gebiet aufheben. Okay. So. Gebiete legen fest, welche Gebäudetypen in dem Bereich neben den Straßen spawnen. Durch ein graues Raster hervorgehobene Bereiche können mit dem Gebietswerkzeug abgegrenzt werden. Okay, okay. Zum Freischalten weiterer Dienstleistungen verzögert die Bevölkerung, müssen die Meilensteine erreichen. Ja, das wissen wir schon. Meilensteine. Okay. Dann. Berater. Bauen Sie Straßen und grenzen Sie Gebiete innerhalb ab. Ja, haben wir doch. Mal Play machen. Okay, die Tage vergehen relativ schnell. Wir haben jetzt hier Wohngebiete. Achso, aber wir haben noch keinen Strom und kein Wasser. Ne? Ah, siehst du, das ist schon der gleiche zu SimCity, aber der Unterschied zwischen Transportfieber. Bei Transportfieber geht es halt nur um Transport, wa? Also, was haben wir hier? Windturbine. Ja. Was ist das hier? Kohlekraftwerk. Verschmutzung 50, Lärmbelästigung 50. Und erzeugt 40 Megawatt. Okay. Naja, aber wir werden sowas brauchen. Ich sag, wie es ist. Vielleicht hier? Industriegebiet? Das ist doch okay. Machen wir so. Aha. Und da haben wir jetzt gleich einen Balken, wahrscheinlich Lärm und sowas, ne? Okay, können wir jetzt... Müssen wir das außerhalb bauen oder müssen wir das so bauen? Und verbinden die sich dann automatisch? Das ist die Frage.
Okay, Wasser haben wir auch. Pumpstation. Keine Verschmutzung, aber eine Lärmbelästigung. Könnten wir hier ransetzen. Schön am Rand hier. Zack. Und was ist das hier? Abwasserrohr. Ah, das hätten wir vielleicht andersrum bauen sollen, wa? Dann setzen wir das Abwasserrohr hier hin. Den Dreck raus aus unserer Stadt. Und Wasser pumpen wir einfach mal von hier ab. So. Wasserrohr. Wasserrohr leiten Frischwasser in die Stadt und Abwasser wieder hinaus. Okay, also ein Rohr für beides. Das heißt, wir sehen ja hier auch einen Bereich, den er jetzt quasi bewässert. Das heißt, wir können hier das so tun. Sehr schön. Und dann ziehen wir das Wasser nach hier. So. Und dann ja, gehen wir hier runter. So. Okay. Das, denke ich, sieht doch erstmal ganz gut aus. Was hier? Verbinden Sie Wasserpumpe und Abläufe mit Wasserrohren. Ziehen Sie Wasser unter Ihrer Stadt im Gebäude mit Wasser und Abwasser zu versorgen. Beachten Sie, dass Wasserpumpen und Abläufe zum Betrieb Strom benötigen. Ah, okay, also müssen wir Strom... da habe ich schon nicht mehr genug Geld für. Okay, Strom. Dann ziehen wir hier einmal eine Stromleitung runter. So. So. Bei Strom sehe ich jetzt keinen so einen Radius. Das sehe ich ein bisschen als... aber vielleicht kommt das noch. Dann machen wir Start. Haben wir jetzt da Strom? Wird das jetzt da angeschlossen? Kraftwerke produzieren Strom. Okay, Pumpstation wurde angeschlossen. Okay, dann sind wir doch. Funktioniert. Ah, die Leute bauen, die Pumpstation läuft. Hat sich da aber eigentlich auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, aber da sieht man natürlich die Texturen, ne? Das, ja, da ist Transport Fever 2 doch schon ein bisschen besser. Von den Texturen her. Aber ist halt auch ein anderes Spielprinzip, ne? Hier geht's ja eher um Megacities, die aufzubauen. Und ja. So, was steht hier als Hilfe noch? Bauen Sie Straßen und grenzen Sie Gebiete ab, ihnen ab, damit Ihre Bürger einziehen können. Erweitern Sie die Straßen, weitere Dienstleistungen freizuschalten. Ja, haben wir doch. Okay, die haben jetzt keinen Strom. Meckern so rum. Kann ich das jetzt so hier einfach reinbauen? Das war natürlich wieder ein Haus abgerissen. Okay, okay. Jetzt verschwindet der Strom. Aber die Masten sind ja nicht schön, wa? Und die gehen echt nicht weg. Ei, das ist natürlich... Das ist ja nicht schön. Können wir nicht einfach das bis hier hinbauen? Warte mal. Reicht das nicht, wenn wir das hier ransetzen? Nee, die haben keinen Strom. Doch, jetzt haben sie wieder Strom. Okay, es reicht, wenn wir dran setzen. Das heißt, wir müssen auch hier rangehen. Oder zieht sich das automatisch? Das ist jetzt sehr interessant. Frage, ob sich das weiter zieht. Weil hier hat es ja geklappt. Wenn jetzt hier ein Haus entsteht, legen die aus einfach Strom weiter hierhin. Ja, es hat sich vergrößert. Gucken wir nochmal bei dem Haus jetzt hier. Nee. Nee, es geht nicht weiter. Okay, dann müssen wir hier nochmal Strom ranlegen. Das hilft alles nicht. Machen wir es so. Aber
Ah, doch, das geht hier irgendwie weiter. Vielleicht hier nur nicht, weil... Aber der hat alles Strom. Okay. Erstmal nicht so schlimm. Ja. Was ist denn eigentlich unser Ziel hier? Guck mal. Wir müssen eine Bevölkerung, eine Gesamtbevölkerung erreichen von Summe X. Rufen Sie die Infoansicht auf. Um sich über verschiedene Info-Overlays einen besseren Überblick über die Funktionsweise Ihrer Stadt zu verschaffen. Okay, wo ist das Info-Overlay? Hier? Ne, da ist der Berater. Ach, da oben. Na klar. Idiot. Ah, so kann ich das generell anschalten hier. Hier haben wir Strom. Dann sehen wir hier Wasser. Wasser, Abwasser. Wie es läuft hier schön. Super. Sehen wir auch, wie die Scheiße in den Fluss drin fließt? Ja. Oh, wie schöne Jauche. Ehre. Njam, njam, njam. Der Fluss treibt es weg. Geil. Genauso steckt mir vor wie im Mittelalter. Was haben wir hier? Glücklichkeit. Der da ist nicht so glücklich. Wohngebiete sind nicht zufrieden. Warum? Was ist das? What's your problem? Wir können hier noch Wohngebiet machen. Und vielleicht hier auch noch. Hier und hier. Und hier und hier und hier und hier. So, und dann können wir vielleicht hier die Straße ein bisschen weiterziehen. Nochmal so. Ja, ich weiß, ich baue das alles sehr gerade und amerikanisch. Aber ich, das ist ja jetzt hier nur mal so ein bisschen, um zu gucken. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. So, schön. Oh, nachts ist ja schon dunkel. Dann, aber es ist schön, dass es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Das muss ich wiederum sagen, ist bei TF2 nicht so toll. Und die Maus hat auch ein leichtes Licht. Was haben wir jetzt hier? Sie können jedes angrenzende Gebäude jetzt als historisch kennzeichnen, um die visuelle Gestalt zu bewahren, indem Sie Optionen im Infofenster des Gebäudes wählen. Das historische Gebäude funktioniert weiter wie zuvor. Probieren Sie es aus. Ja, kenne ich auch von SimCity, ehrlich gesagt. Also wenn mir jetzt ein Gebäude gut gefällt, nehmen wir mal an, ich sage, keine Ahnung, die sehen alle scheiße aus. Ich sage einfach mal, ey, das sieht ja aus wie mein Haus, das möchte ich ganz gerne behalten. Dann kann ich jetzt hier klingen historisches Gebäude. Und dann wird es nicht mehr verändert. Baut sich aber auch nicht aus. So, hier sehen wir generell, wir haben 4 Erwachsene, einen Jugendlichen, keine Kinder, keine jungen Erwachsene, keine Senioren. Sie sind alle ungebildet, sie sind alle dumm. Ja, also da sieht man schon einen Unterschied. Klar, man kommt nicht kaum ran. Ne, und also für das Spiel vollkommen ausreichend, weil man halt eh nicht näher rankommt. Also ich bin hier auf echt maximal. Ja, ist okay, ist schön. Imperialstraße. Ja, so ein schönes SimCity. Oh, da könnten wir mal überlegen, wenn irgendwann mal die Anno-Serie vorbei ist, da könnten wir tatsächlich mal vielleicht SimCity. Ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Oder vielleicht City Skylines. Ich bin mir nicht sicher. Das ist aber ein großes Gebäude, wa? Hier ist nur so ein Schuppen. Okay. Gucken wir mal weiter. Wir haben Verkehr. Verkehr sieht überall gut aus. Wie sieht es hier aus? Ja, wir brauchen eigentlich mehr Leute, wa? Brauchen wir mehr Industrie? Nee, Industrie sieht auch gut aus. Wo sehen wir denn, wie viel Strom wir haben? Haben wir da noch genug? Stromverbrauch, 5 Megawatt von 40. Gut. Ich würde sagen, wir stellen mal die Zeit ein bisschen hoch und lassen die hier mal bauen. Wie sieht Wasser aus? Haben wir da? Wasser verbraucht 8000 Kubik die Woche. 120.000 Kubik die Woche produzieren wir aber. Ja, das ist ja auch noch mehr als genug. Da sind wir, oder hat ein Haus kein Wasser? Schiete. Das geht natürlich nicht. So, jetzt haben alle Wasser. Oder? Ja. Okay. Ist schon wieder Nacht? Kann man die Nacht auch ausstellen? Ah. Herzlichen Glückwunsch. Eine neue Errungenschaft. Kleiner Weiler. Okay.
damit haben wir neue Features, Steuern und Darlehen. Sie können kleine Darlehen mit geringen Zinsen aufnehmen und im Geldfenster können Sie die Besteuerung verschiedener Gebiete anpassen. Sehr gut. Wir haben jetzt Müll, wir haben Gesundheit und Bildung, das ist sehr schön, das werden wir gleich alles hinklatschen. Und ja, so. Müll. Gucken wir uns die Geschichte mal an. Bauen Sie zur Müllverwaltung eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage. Mit einer Müllverbrennungsanlage? Ah, das haben wir noch nicht. Also erstmal eine Mülldeponie. Die können wir hier hinten hinsetzen. Da passt sie gut hin. Jetzt ist die Frage, müssen wir... Straßen haben jetzt Namen. Klicken Sie auf den Namen Infofenster, bevor Sie die Straße öffnen. Okay. Mal als schließen, bitte. Es ist immer noch Nacht. Warte mal, fährt er? Da. Müllwagen. Ich kann es selber benennen, geil. Heißt jetzt AS. Naja. Okay, der Müllwagen fährt jetzt und holt Müll. Und der Müll wird hier gesammelt. Kostet uns 160 die Woche im normalen Betrieb. Wir können jetzt hier das Gebäude verschieben. Oh, das ist cool. Aber kostet uns 800. Naja, egal. Ja. Und Budgetfenster. Ah, okay. Wir können hier jetzt Geld in einen gewissen Bereich legen, wie zum Beispiel Strom, Wasser, Müll und so weiter, Bildung und Gesundheitswesen. Eine Budgeterhöhung für das Gesundheitswesen ermöglicht mehr Fahrzeuge für die Einrichtung. Okay, das ist hier unter. Das gleiche. Ah, wir haben hier Tag und Nacht. Oder was ist das? Okay, und Steuern haben wir auch. 9% ist momentan alles versteuert. Okay. Sehr schön, sehr schön. Wir haben jetzt Müll, dann brauchen wir noch ein Krankenhaus. Vielleicht zentral hier, schön mal Ausfahrt. Hier, guck mal, da werden uns doch die grünen Straßen angezeigt. Also alles grün, das sieht gut aus. Und eine Schule, die würde ich auch hier hinsetzen, aber wir haben nicht nur Geld. Na gut, dann ist es so. So ist wieder Tag. Guck mal, hier haben wir die Imperialstraße. Die könnten wir jetzt so ja umbenennen, wa? So. Und das ist die... Ah! Oh, Errungenschaft. Cool. Okay, und ich kann sagen, weil es die Hauptstraße ist, soll es bitte eine Vorfahrtsstraße sein. Und ich kann die Straße anpassen. Ich kann hier Kreuzungen, Stoppschilder. Okay. Kann hier die Stoppschilder wegnehmen. Könnte ich hier eine Ampel hinsetzen. Das ist natürlich... Das ist natürlich geil. Ja, aber da eine Vorfahrtsstraße ist, hat er das... Das ist richtig cool. Das ist by the way richtig geil. Ich kann sogar Straßen sperren und kann nur sagen, öffentliche Verkehrsmittel oder nur LKW-Transporte. Das ist auch richtig gut. Also das fehlt bei Transportführer auch noch. Muss ich ehrlich sagen, dass Straßen komplett für den eigenen Verkehr gesperrt werden. Weil man hat die ja auch schließlich bezahlt, die Straße. Und ich finde, das fehlt noch. Okay. Wie sieht es jetzt eigentlich aus, wie es weitergeht? Wir brauchen, ja, wir haben jetzt hier noch, genau, wir könnten jetzt hier eine Schule hinsetzen. Aber dann, oder wir setzen die Schule einfach mitten rein, wa? Das ist wahrscheinlich besser. Ja. Oh, guckt euch die Smileys an. Schön. So, wir können die jetzt verschieben. Stellen wir kurz ein bisschen auf schneller, um zu gucken, was jetzt hier wirklich reinkommt. Grundschüler in der Stadt 55. Okay, die werden immer mehr, die Grundschüler, weil die Stadt ja auch wächst. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Zufriedenheit aus? Der ist rot. Warum? Gering besiedeltes Wohngebiet. Okay. Ja, kann ich leider nicht ändern. Freunde, ich sag, wie das ist. Wir könnten das Wohngebiet nochmal ein bisschen erweitern. Sagen wir es so. Guck mal, wir könnten hier eine Straße bauen.
So. Und so. Aber A, durch die... Dass man die nicht unterirdisch irgendwie verlegen kann hier, das nervt mich. Dispatch SimCity geil. Da sieht man quasi so eine Hochspannungsleitung erstmal irgendwo mitten zentral rein. Und wenn man es dann... Schon wieder Stromausfall? Nö. Moment. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Das gebe ich mir nicht. Ja, und wenn man denn jedenfalls, dann würden hier anfangen, hier würde trotzdem ein Haus entstehen und damit die Leitung automatisch unterirdisch verlegt werden. So, das ist natürlich echt geil. Die Frage ist jetzt, kann ich, wenn ich jetzt hier ein bisschen Strom wegreiße, so. Ist dann trotzdem alles noch am Stromnetz angeschlossen? Oder bricht denn hier alles zusammen? Okay, dann ist es ja immerhin eine ordentliche Alternative. Weil dann könnten wir das alles wegreißen. Und durch hier ist ja dann alles verbunden, so wie ich das richtig sehe. Ne? Ja. Okay. Untergrund. Warte mal. Nee. Unterirdisches Einebenen an- und ausschalten? Nee, aber dann hat er das... Ah, nee, das hat jetzt gerade nicht so ganz kapiert. Aber gut, wir machen mal weiter. Wir machen hier mal nochmal Wohngebiet. Hier neben der Schule kann natürlich auch ein paar Häuser entstehen. Zauberhaft. Wasser fehlt jetzt? Nö, ist auch alles tutti. Ah, hier hinten ist jetzt nicht mehr am Strom angeschlossen. Kann ich das jetzt hier hinsetzen zum Beispiel? Und geht das? Ja, es geht. Schön. Und damit müsste doch jetzt rein theoretisch das Bildungsniveau... Ah, grundgebildet, ungebildet. Also, ja. Das Bildungsniveau steigt. Wir können die Verschmutzung uns anzeigen lassen. Ja. Da ist ein bisschen... Was hier? Was ist das Problem? Ungebildet 6, 5 verfügbar. Ah! Würdiges Dorf, 900 Bevölkerung. Yo! Geil! Jetzt können wir Stadtviertel festlegen. Richtlinien, ein zweites Darlehen. Spezialisierung für Viertel. Richtlinien für Dienstleistungen, Feuerwehr und Polizei, einzigartige Gebäude. Forstwirtschaft, Spezialisierung auf Landwirtschaft und. Ich kann neue Grundstücke kaufen. Okay, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch wissen. Also, der Nachbaransicht. Ah, wie kann ich die Nachbaransicht wählen? Richtlinien haben wir jetzt hier. Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu ist, im Gebäude Stromzähler zu installieren. Verringert Stromverbrauch moderat. Okay. Wasser. Halbieren Sie durch die Installation von Wasserzählern in Gebäuden die Duschzeiten Ihrer Bürger und zeigen Sie ihnen den Weg zu einem bewussten Wasserverbrauch. Ja, wichtig. Betet. Machen Sie das Leben Ihrer Bürger sicher und erleichtern Sie die Feuerwehrarbeit, indem Sie Gebäude Rauchmelder. Klar, alles. Rein. Sehr schön. Aber dann bräuchten wir erstmal eine Feuerwehr, wa? Wollen wir die hier hinstellen? Ist das denn fein für die? Jo. Sehr schön. Oh, die freuen sich. Eine Polizei brauchen wir auch noch. Die lieben mich, die Leute. I love it. Okay. Wie können wir jetzt... Warte mal, was ist das hier? Einzigartige Gebäude. Oh, was ist das hier? Die Freiheitsstatue können wir jetzt bauen. In the Berkulis. Unterhalt 3.200 die Woche kostet 210.000. Aber viele Touristen
werden angezogen. Okay, also kann man seine Stadt auch dementsprechend touristisch ausbauen. So, was ist das hier? Viertel und Gebiete. Ah ja, wir haben jetzt hier Stadtviertel farblich markieren. Erstelle und, oder modifizieren Sie ein Stadtviertel, indem Sie über Gebiete malen. Okay, nehmen wir mal an, ich würde jetzt ganz gerne ein Stadtviertel markieren. Hier. So. Fassbinderviertel. Ja. Madison-Hügel. Und Wohltat-Park. Okay. Aber was kann ich jetzt damit machen? Was kann ich jetzt hier machen? Forstindustrie, okay. Agrarindustrie. Das heißt, warte mal, wenn ich das auswähle. Nee. Ah, okay. Pass mal auf. Wir machen das jetzt mal aus Spaß. Wir machen mal hier ein Viertel. So. Und sagen jetzt einfach mal, das ist jetzt Agrarindustrie. Und generische Industrie, entfernen Sie die Spezialisierung der Industriegebiete des ausgewählten Stadtviertels und wandeln Sie in generische Industrie um. Okay, weiß ich nicht, was es heißt. Was heißt generisch? Generisch anders angeordnet, oder? Schwierig. Aber nee. So, nee, ich entferne damit nur das, was ich gesagt habe. Okay. Okay. Gut, dann. Was kann man noch machen? Wir könnten hier neben noch ein Gebiet einzeichnen, wo wir sagen, das ist dann Forst. Würde ich vielleicht mal hier oben hin machen. Ich weiß nicht, wie. Wofür das da ist, ehrlich gesagt. Aber wir machen mal hier Wald. Gucken einfach mal, was passiert. Passiert hier irgendwas? Bodenrichtwerte 0. Keine Bewohner in diesem Stadtviertel. Richtlinien kann ich für Stadtviertel separat festlegen. Okay. Interessant, interessant. So was hier. Ah. Wir können hier was kaufen. Für 4 Millionen, nee, 4.400. Ist ja nicht teuer, ne? Aber wir sehen schon, wir haben hier kein Öl, aber Stein. Ah, okay. Dann könnten wir wahrscheinlich später, können wir eine richtig fette Stadt. Okay, dann ist die Karte natürlich nicht zu klein, sondern es ist alles in Ordnung. Aber wir machen richtig viel Nasse und sind eh bald bankrott. Wir können wahrscheinlich nicht mal mehr eine Straße bauen, weil wir kein Geld haben. Vielleicht müssen wir da doch alles wegmachen. Vielleicht kriegen wir dann wieder mehr Geld. Bisschen, ja. Naja, die Verordnungen sind teuer. Ich habe mir das schon fast gedacht. Ja, 5 Unterhalt pro Gebäude ist natürlich heavy. Und das auch nochmal macht 10. Wenn du es hoch auf alle Gebäude rechnest. Ja, das war einfach zu viel. Wir sehen, das hat uns 4.000 gekostet. Bei unserer kleinen Miststadt. Okay, was wäre denn jetzt das nächste Ziel? Winzige Kleinstadt, 1.400 Leute. Ja, rein theoretisch könnten wir das noch schnell machen, wa? Nicht genügend Geld. Genau, jetzt bauen wir das hier nochmal kurz ran und machen hier nochmal ein bisschen Wohngebiet. Zacki, zacki, backi, backi. So. Oh, guck mal, Werbegebiet ist auch ganz schön voll. Da könnten wir heute auch mal ein bisschen erweitern. So. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Ja, Fassbinderviertel, das wächst hier. Finde ich super. Finde ich geil. Dann können wir das ja auch umbenennen.
Können hier alles umbenennen. Wir sehen hier, was in dem Viertel an Sachen. Oh. Wir können den Stil machen. Festlegen. Wahrscheinlich, wie die Sachen auslegen. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Konnten bitte jemanden. Okay. So, ja, wir stellen. Wir haben gerade ganz schön schnell. So, ja. Ich kann das ja nicht bauen. Ich habe ja nicht nur Geld für sowas. Okay. Richtig Veränderung. Kommen 50 Leute die Woche dazu. Ja, wir gucken mal, was passiert, wenn wir was freischalten. Wenn wir eine kleine Stadt werden. Das würde mich jetzt noch mal kurz interessieren. Warte mal. Was? Hier geht immer irgendwas auf. Kaufen Sie Land? Nee, jetzt nicht. Obwohl, wir haben ja gut Geld eigentlich. Was ist denn, wenn wir das Kreuz hier kaufen? Kostet 4000. Kaufen wir mal. Ah. Ja, danke für die großartige Arbeit. Na klar. Okay, und jetzt müssen wir wahrscheinlich erst wieder irgendwie im Rang oder so steigen, um uns neues Land zu kaufen. Fakt ist, dieses fette Autobahnkreuz hier gehört jetzt uns. Schön. Duschen ist teuer? Nö. Nö. Das lasse ich mir nicht gefallen, Leute. Das stimmt so nicht. Ah, da hat einer kein Wasser. Ja, das ist natürlich bitter. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich auch der, der umhergemeckert hat. So, manchmal sieht man hier so Leute, die aufsteigen. Das ist denn... Bilden Sie mehr Bürger, um den Stufenaufstieg von Gebäuden zu ermöglichen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Bildungseinrichtungen alle potenziellen Schüler aufnehmen können. Okay, das heißt, dieses Gebäude, wir sehen hier, dass Sie denn eine neue Stufe erreichen. Ah ja. Das beobachten wir jetzt mal. Ist ja grün. Verändert sich das jetzt? Ja! Ah, und jetzt ist Stufe 2. Okay. Okay, so kann man seine Stadt natürlich hier ordentlich nach oben powern. Schön. Schön. Schule ist fast voll. Okay. Ja, geil. So, können wir jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen Land dazu machen hier? Ist mir jetzt egal. Ich will jetzt nur sehen, was passiert. Wenn wir mehr... Ne? Mehr Leute haben. So, Meilenstein. Ach nee, da fehlen noch zwei. Ena. Da, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. So, jetzt können wir Parkgebiete bauen, die Landschaft gestalten, Veranstaltungseinrichtungen, Parkrichtlinien. Okay. Parks und Plätze, einzigartige Gebäudestufe 2. Und wir haben jetzt hier Tierhausverbote, Rauchverbote, Park. Lieber, was? Lieber Parks? Mehr Parkpflege? Tierethik, Werbekampagnen, Hauptpark, keine Feuerwerke, Feiern, Nachttouren, unendlicher Spaß und Recycling. Wir haben neue Straßen, also Fußwege, genau, neue Fußwege mit Bäumen, Kanäle, Wasserkanäle wahrscheinlich, tiefer Kanal, egal, den können wir richtig durch die Stadt durchziehen, wa? Was ist hier? Zäune, okay. Neue Gebäude, Oberschule, Bibliothek, Park, okay, Karussell, also, oh, okay, da haben wir jetzt einige gekriegt, einzigartige Gebäude, wahrscheinlich Sachen, die wir freischalten, wenn wir eine gewisse Anzahl haben, das können wir wahrscheinlich kostenlos bauen. Okay, gut, was mich jetzt noch kurz interessieren würde, wir verlassen mal kurz das Spiel. So, wir sind jetzt hier bei City Skylines auf der Seite. Ich habe das Spiel nämlich auch bei Steam. So, bei Steam ist aber der Vorteil in dem Fall, dass natürlich hier gleich der Workshop mit integriert ist. Und den wollte ich mir einfach nur mal kurz angucken, was hier so abgeht und was hier so passiert. Ne? Und wahrscheinlich wird man da ein paar
Sachen finden, die uns bekannt vorkommen. Aber Alter, was geht denn hier ab? Park Area, über 300 Office, fast 900 Office-Gebäude. Okay. Da haben, was ist denn insgesamt beliebteste Autobahnkreuze? Alle Autobahnkreuze sind am beliebtesten, oder wie sieht das? Mach mal seit ein Jahr. So. Guck mal hier, aber die sehen doch gut aus, die Mods, ne? Schön. Also man kann auch richtig schön Bau betreiben. Guckt euch das mal an. Ist ja richtig geil. Schön. Finde ich gut. Ich liebe Mods, die dazugehören, finde ich super. Mal gucken, vielleicht finden wir ja auch ein paar Sachen von uns. Nee, natürlich nicht. Wir bringen ja. Alter, 1000. Ist ja absolut geistesgestört. Da ist ja die Modding-Community noch um einiges größer hier. Krass, krass. Wirklich krass. Ja, also ihr könnt hier natürlich auch richtig viel mit Mods machen. Ja, hier Timberhouses. Geil, haben wir auch rausgebracht für Transportfieber. Schön. Ja, und da kommt es natürlich her. Ne? Der Detailgrad ist ein bisschen kleiner, weil wir ja in Cities Skylines auch nicht so dicht rankommen. Logischerweise. Und jetzt erklärt sich das auch, wenn die Gebäude bei Transportfieber auftauchen, wenn denn ein paar werden mit Sicherheit hiervon stammen, dass die dann natürlich nicht so einen hohen Detailgrad haben. Und wenn man dann dementsprechend wieder sagt, okay, man möchte hier die Gebäude trotzdem vielleicht in Transportfieber 2 haben, ist schon verständlich, dass man vielleicht nicht von vornherein sagt, okay, wir machen jetzt komplett alle Texturen neu. Weil die natürlich ran zu beschaffen bei so einem Mod ist immer ein bisschen schwierig. Oder schwieriger. Ja, krass. Ihr habt richtig viel. Geil. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem heutigen Video. Gönnt euch das, wenn ihr das noch nicht habt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr über City Skylines findet und oder ob wir das als nächstes Projekt vielleicht nach Anno dann irgendwann machen. Oder lieber SimCity. Könnte ich ja auch nochmal vorstellen. Ja, sagt mir da einfach mal Bescheid. Und ja, Link ist in der Beschreibung. Ich hab euch ganz doll lieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.